Ich glaube, bis auf 75 Minuten haben wir ein ordentliches Spiel gemacht. Es ist klar, dass Madrid einfach eine gute Mannschaft ist und auch immer wieder Möglichkeiten sich erarbeitet. Trotzdem haben wir bis auf 75 Minuten ordentliches Spiel gemacht. In der ersten Halbzeit hätten wir eigentlich sogar auch mit ein bisschen Glück in Führung gehen können. Aber insgesamt haben wir uns ordentlich aus dem Wettbewerb verabschiedet. Wir haben sicherlich ein viel besseres Spiel gespielt als wie im Hinspiel. Ralf ist in einer hervorragenden Form und hat heute auch wieder unter Beweis gestellt, in welcher Form er ist. Er hat wirklich Weltklasse gehalten. Leider Gottes trotzdem 3 Tore bekommen. Aber er hat auch versucht, das Unhaltbare zu halten. Und das ist ihm teilweise wirklich auch geglückt. Sind wir froh, dass er in so einer Form ist. Und ich hoffe, dass es auch so bleibt. Jetzt liegt volle Konzentration auf die Bundesliga halt. Leider Gottes haben wir wieder einen Verletzten mitnehmen müssen halt. Es sieht so aus, als wenn Benedikt Höwedes einen Faserriss erlitten hat. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Das ist sicherlich das Betrübte heute an der ganzen Situation. Wir sind realistisch ins Spiel gegangen. Wir wussten, dass wir, wie gesagt, eine große Ehre zu verteidigen hatten. Und ich denke, das haben wir gut gemacht, jeder Einzelne. Und das wird, glaube ich, eine große Erfahrung für jeden sein, hier gespielt zu haben. Zumindest haben wir uns besser verkauft als im Hinspiel auf jeden Fall. Das zweite und dritte Tor waren natürlich total unnötige Tore, aber generell haben wir es heute ganz gut gemacht. Ja. Es ist ein Highlight, davon hat man immer geträumt. Schon gestern im Abschlusstraining wurden die Augen bei einigen Spielern ein bisschen größer. Aber wir sind natürlich auch Profis und wollten hier uns gut verkaufen heute. Nicht nur das Stadion anschauen, aber es war natürlich schon was man später gut erzählen kann.